Hast du gar nicht mitgekriegt, oder was? Nö. Woher dann? Aus Facebook. Internet. Das, ich hab das doch nicht. Ich bin doch kein. Ich hab doch die Saltatio-Seite nicht geliked. Oh, sagte so ein Bekannter von einem Kumpel von meinem Bruder zu mir. Das ist gar kein Bruder. Ich habe einen Halbbruder. Lieber Axel, schönen Gruß nach Thüringen. Ja. Einen wunderschönen und erbaulichen guten Morgen. Es ist Samstag. Wir sind in Hamburg. Glaube ich zumindest. Irgendwo stehen wir hier. Wir haben ja hier einen, wie soll ich sagen, investigativen Auftrag auch als Saltatio Mortis. Deswegen möchte ich euch die ungeschönte Wahrheit zeigen. Hier ist die Buslounge. Ja, wie das manchmal so passiert. In dieser Tür hier war gestern noch eine Scheibe drin. Die ist jetzt weg. Ja. Hi Elsie! Zeigen. Oh, guck mal hier, da ist noch einer wach. Du brauchst nicht mal atmen, das stinkt doch so bis hier. So, ihr zwei, wie geht's euch? Müde. Müde? Ja, ich wollte eigentlich erst in einer halben Stunde aufstehen, weil ich in einer Stunde an der Bühne sein muss. Morgen! Ja. Ah, wird Weißwurst gezwitzelt. Das Frühstück, ja. Du bist so herrlich unkompliziert. Du hast dir ja was angezogen. Ja. Ich dachte so, eine Viertelstunde vorm Soundcheck kann man das mal machen. Ach, guck mal hier, den kennen wir auch. Motiviert. Ja. Hat noch keine Schuhe an, aber ist schon am Winken. Super. Wie viel zu spät kann 9 sein? Wie missverständlich kann 9 sein? Das ist unser lieber Tourmanager, der Kai. Ich fand es gerade super interessant und spannend zu hören, dass der Frank dem Falk gesagt hat, er soll doch bitte, oh, warte mal, Sonne, er soll doch bitte nach Gehör stimmen. Und Falk sagte daraufhin, was? Genau. Ja, von diesen ganzen Knöpfen, du benutzt doch nur den und das Volume Metal, oder? Ja. Ja, es gibt tatsächlich Momente, wo ich das sehe, aber ich weiß halt nicht, was das Wort bedeutet. Delay. Das ist doch irgendwas Thailändisches. Er ist ein deutscher Popkünstler. Bildungsfernsehen mit Saltatio Mortis. Wir sind zu Hause. Es hat geklappt, wir haben es gefunden. Zweites Frühstück. Flüssigbrot. Das erste Mal, seit ich diesen Mantel habe, Ihnen eine Reinigung gegeben. Eine kleine unschuldige Reinigung in der Schweiz. Abbruch! Abbruch! Eine kleine unschuldige Reinigung in der Schweiz, die frisch aufgemacht hat mit dem Slogan, wir kriegen alles sauber. Erstes Tagset geschafft. Wir schwitzen wie die Schweine. Erinnerst du dich noch an die Winterbahn? Nein. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da warst du nicht dabei, so Mädel. Mädel hast oder auch keins. Du warst um 10 im Bett, mein junger Mann. Aber. Ja. Wie lecker! Und ich habe keine Gänsehaut, wie man sieht. Das ist nur eine Gewöhnungssache. Wie besonders wohl die denn? Nehmen wir überall in allzeit Potenten. Spielleute von Saltatio! Mein Handy ist leer. Oh, hallo Tourtagebuch, mein Handy ist leer. Ja. Nennen wir es heute mal Handy. Nein. Das ist auch homophob. Kamera. Keiner will. Halt einfach nur still. Alles für gut. Hiermit lege ich mein Amt als Dudelsack-Workshop-Leiter nieder. Und möchte mit diesen Menschen nie wieder was zu tun haben. Wer es nicht erlebt hat, kennt keine Freude. So ist es. Okay, Sören sagte, wir können anfangen.
hier immer meine Getränke hin. Das ist die Setlist. Und dann geht's los. So, viel Spaß. Aber gleich muss ich losspielen. In ungefähr 4 Takten. Ah ne, in 2. Scheiße. Ich bin der Tambour und das war mein Tour-Tagebuch. Ihr wollt doch auch das Bett in Flammen sehen. Nein, 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 nein.